Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest Singleplayer. Ich habe jetzt schon mal ohne euch verkauft, weil ich mir dachte, nee, das müsst ihr nicht unbedingt sehen, wie ich da rumstehe. Nee, ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Er hat einfach nur alles verkauft, er hat sich nichts durchgelesen, er hat keins dieser Begriffe gemacht. Also Mm, genau. er hat einfach nur die ganze Zeit verkauft. Ja, genau, ich habe einfach alles verkauft, das ganze Inventar. Ich dachte mir, oh scheiße, jetzt hast du alles verkauft, jetzt bist du dumm, okay, war's schwer. So, und wir zocken jetzt weiter. Und wir haben gerade mal festgestellt, dass ich im Single-Let's Play echt extrem langsam bin. Ich habe übrigens meinen Speer getauscht gegen einen mit Feuerschaden. Was ist ein Peng? Irgendwas aus Asien. Ich glaube, das Was ist ein kleines süßes Vieh, oder? Keine Ahnung, hast du kein Bild drin? Kack, jetzt habe ich gehealt, obwohl ich gelevelt bin. Das Okay, heißt, ich bin schon wieder gelevelt. Das heißt, einmal auf Stärke, dann kann ich nämlich den Helm benutzen. Ja, du Der. bist doch jetzt auch auf Dings. Du kannst doch jetzt noch zweite Meisterschaft machen, du Ja, hast doch kann schon. ich. Was ist Armenos? Was, das ist der Schildine. Okay, und dann mache ich noch einen auf Geschicklichkeit wieder. So, dann schließen wir das Fenster und dann machen wir eine neue Meisterschaft. Und was wollte ich nochmal? Ich wollte Jagd, richtig? Das sind Gorgons. Gorgon? Das sind die Spinnen. Nee, Medusa-Schlampen. stimmt, Medusa. Ich hasse Schlangen. Gibt es Ich auch so weiß. normale Schlangengegner? Ich weiß es nicht genau, leider. Hoffentlich nicht, ey. Ich hasse Schlangen. Holz, also warte mal, hier erstmal Speerattacke. Ein brutaler Stoß mit dem Speer fügt dem Gegner einen vernichtenden Schaden zu und verringert seine Lebensenergie erheblich. Das skill ich gleich mal zweimal. Dann lege ich mir das auf 2. Und einen Hundi lege ich mir auf 4. Was hast du auf 1? Auf 1 habe ich Heiltrank. So, sorry. Das ist nämlich eine Angriffattacke, okay. Dann spawne ich mir erstmal noch einen Hund. Dann Es gehen wir gibt jetzt mal kurz. Tigermenschen, okay, das ist das beste Spiel der Die Welt. Tschüss. Tigermenschen sind echt cool. Akt 3. Ja. Die meisten coolen Gegner gibt es erst ab Akt 3. Was sind Jären? Auch Akt 3, auch so, das sieht aus wie. So, gab's in Akt 3 auch Yetis? Ja, ich glaube in der Schneeregion gab es Yetis. Was bist du denn? Was denn? Faceless One Dune Rider Hero. Was ist ein Dune Rider Raider? Das weiß ich nicht. Der sieht aus wie ein Ninja Zombie auf einem Ach, Hund. die Ninjas, das sind die kommen auch an Akt 3, logischerweise. Nein, die kommen im Akt 2, das ist also, das sind Wüstenräuber, sowas. Sind die erst auf welcher Schwierigkeitsstufe? Keine Ahnung. Weil die habe ich noch nie gesehen. Ja, die habe ich sogar schon gesehen. Ernsthaft, wie sehen die aus? Die haben halt, sehen halt so wirklich aus wie Ninjas, also halt so wie Wüstenräuber. Halt so mit so einem Mundschutz und so, schwarz gekleidet, grüne Hände und sowas. Also das Bossmonster sah so aus, ich weiß nicht, wie die normal aussehen. Doch, kann sein, dass ich die kenne. Keine Ahnung. Wann Alter. kommt Mountain Satyrs? Nach Megara? Achso, das sagt mir auch so viel. Weiß ich nicht. Guck nach, steht doch da bestimmt alles. Nö, da steht nur, welches es gibt. Also. Das ist ein. Weil. Menard? Menard? Das sind die Katzen. Die Oh, Muschis. die sind todessüß. Das sind Frauen. Was bist du denn? Es gibt Minotaurs? Ja. Der Spieler, ich sollte nicht so viel spoilern, oder? Nein. Egal, dann wissen die Leute, was sie erwartet. Du sagst ja nicht genau, wo sie kommen und was man machen muss. Du Ich liest sag nur, jetzt was es gibt. aber auch alle Mobs vor, ne? Nicht nur die Bösen. Alle Mobs? Halt doch die Fresse. Hä? Die Leute sollen nicht gleich wissen, dass alles Feind ist. Es gibt freundliche Mobs? Nein! Mann! Keine Was ist Ahnung. das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht Was mal. ist denn? Achso, auch wieder. Alter, es gibt ja alles nur Ohren, ich kenne davon gar nichts. Ich weiß. Wie war das mit, es gibt nur sau wenig Gegner? Ja, es sind irgendwie wirklich voll weh. Also das sah nur so aus, weil das war so nur so eine Liste, was es für Gegnertypen gibt. Und da habe ich halt geguckt. Ach so, okay. Was sind die Weiß?
Also das waren gerade nur die Beast-Menschen, die ich mir angeguckt habe. Es gibt ja noch Fallen. Haben wir schon Fallen gefunden? Wir haben so Aufstellfallen gefunden halt, ne? Keine richtigen. Ja, das waren aber die das war doch ein Skill von den Centauren, oder? Ja, genau. Was für Fallen gibt's noch alles? Es gibt so diese Feuerfallen. Wir haben die Sarkophage gefunden, also die, Ja, aber es sind keine wirklichen Fallen. Also ich meine so diese richtigen, die Feuerspeien und sowas halt. Die gibt's doch später in den Dungeons. Ne, haben wir glaube ich noch nichts von gefunden, oder? Ich glaube, nee, also die waren bisher nicht da. Stimmt. Ich bin gerade schon wieder fast gestorben. Was ist denn Dave? Wie kommt man in die Secret Passage? In die was? In die Secret Passage. Keine Ahnung. Das ist doch dieses da, wo wir uns mal reingecheatet haben. Da brauchen wir doch irgendwie so eine Schildkröte oder sowas. Ach ja. Die Schildkröten braucht man dafür. Gibt's denn die? Ist das im Orient oder ist das, noch in. Wo ist das? Weiß ich nicht. Ich kenne mich so aus dem Stegreif auch nicht. Quest. Es soll mal Titan Quest 2 geben. Gibt's ja noch nicht. Oder mal ein neues Add-on. Würde mich schon voll reichen. Lass einfach ein eigenes Spiel machen. Wäre eine Idee. Ich meine, du kannst jetzt auch programmieren und so. Ja, natürlich, kann ich ziemlich gut. Wollen wir uns dann später noch welche Mods runterladen? Ja, auf jeden Fall geil. Ich habe schon wieder einen grünen Stab gefunden, Alter. Man, ich gucke gerade drüber, dann Scheiße. Hier check out Act 5 Boreal Rampage. So finish story now in a world file. Ich habe Arachnoide Gegner. Wo? Ich bin jetzt bei Arachnoiden Gegnern, die haben wir im LPT vergessen, glaube ich. Wo waren die denn? Die sind hinter so einem Satyrenlager. Bist du sicher, dass die nicht random sind, die Gegner? Ich weiß es nicht. Weil bei uns, wir hatten ja keine Zombies. Und, du meinst ja an diese eine Höhle da, wo du drin warst, wo da gab es auch keine Radmenschen. Ja, genau. Ja. Nee, das war die davor, die sind ja immer drin, die Gollums. Aber in der anderen, da waren noch diese Radmenschen drin und du im Singleplayer, weißt du, da sind keine. Nee, im Singleplayer waren da auch keine. Bin ich mir sicher. Kann sein, dass die Monster so ein bisschen random sind, ich weiß es aber nicht. Da müsste mir jemand was in die Kommentare schreiben, was er bestimmt liebend gerne machen wird. Dankeschön an dieser Stelle schon mal. Gut, ich muss dann noch ein bisschen was rendern nachher. Hast du den Timer eigentlich wieder gestartet? Ja. Okay, nice. Hä, wir waren hier hinten aber auch in keiner Höhle, Alter. Nicht? Nein. Wo waren das? Alter, unheilvolle Arachnoiden, Mann, sind die stark, ey. Wo bist du denn gerade? Kurz vor Dingens müsste ich jetzt sein. Tegea? Ja. Ach, ich bin schon bei der Quest, wo wir in Tegea nicht waren. Ich bin jetzt da, wo wir im nächsten Part hingehen. Ja, wir sind doch gerade erst in Tegea zum Händler gegangen, das warst du dann wieder. Ja, genau. Beendet. Wir hätten vor Tegea schon in den Wald gehen können, in den Arachnoiden Spinnenwald. Achso. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Secret Passage, da muss man, da bekommt man so Overlord von Hades, das hat eine Droprate von 8-10%. Und dann kann man in die Secret Passage und die ist bei Rhodos. Wenn ihr sowas sagt, oder Rhodes. Nee, sagt mir nichts mehr, aber das werden wir dann schon sehen. Wir werden es auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir es finden. Ich werde willkommen, das Teil sowieso nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich habe mir jetzt übrigens nicht durchgelesen, was das bringt. Was? Ich habe gerade einen Schrein aktiviert, habe vergessen zu lesen, was es bringt.
Warte, 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 bringt. Meine Freundin schreibt mir die ganze Zeit, spitze Dornen wachsen aus dem Körper des Spielers. Ja, das heißt, wenn du angegriffen wirst, kriegen die Gegner Schaden. Ja. Was bist du denn? Ja, ich bin schon bei Integer. Okay, wir können vor Tegea schon in eine Höhle gehen. Okay, nice, wusste ich nicht mehr. Hatte ich vergessen. So, kannst du mal kurz auf die Uhr gucken? Das Wasser in unserem Dorf ist schlecht geworden. Es ist vorgestern passiert, nachdem der erste Satyr gesichtet wurde. Meine Schwester wurde übel und dann meinem Nachbarn. Nebenaufgabe aktualisiert für eine vergiftete Quelle. Ja, jetzt können wir die vergiftete Quelle nicht machen. 9 Minuten auch etwa, also 9 Minuten 18 Sekunden. Nice. Oder? Es gibt Bäume als Gegner? Best Game ever. Weiß ich nicht mehr. Die Beschreibung auf der Seite. Bug Dwellers are these weird plant thingies that are more human looking than other jungle creepers. nice. Weißt du, warum ich die Bäume erinnern? Und Bäume? Pflanzen. Eigentlich dreckigen Pflanzen? Ja. Ich würde jeden einzelnen Baum rausreißen, dann werde ich ihn einfach verbrennen. Ich helfe dir. Ah, wie schön, dass die Leute das jetzt nicht wissen. Die nicht Titan Quest, Mit uns damals LAN gespielt haben. Sacred geguckt haben. Wir haben es in Sacred erwähnt. So. Kurz was mal auf. Ist das? Djinn. Was bist du? Die Djinns sind mega stark, Alter. Das sind fette, hässliche Frauen oder Typen? Typen, die sind mega stark. Nee, ich glaube, es gibt die sogar als Frauen. Ja, die hier hat nämlich eine Brustbedeckung und die ist extrem fett. Ja, die sind immer fett extrem fett. Die kommen auch erst in Asien. Stimmt, es gibt. Ach so, welche Leute gibt es ja auch noch. Ich will nicht zu viel spoilern. Mach ich sowieso schon. Ja, das spoilert wirklich ein bisschen sehr viel. Ja, aber ich sag dir nur, was es gibt für Gegner. Können Leute sich auch selber durchlesen. Was ist das? Was denn? Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Das ist... ekelhaft, widerlich, verstörend. Kennst du... Nein, das sieht nicht so aus. Das sind so... schleimige... Robben sozusagen, also sie sehen aus wie Robben, nur dass sie vorne kein Gesicht haben, sondern offen sind. Wie heißen sie? Auf Englisch heißen die Tomprod. Ab welchem Level gibt's die? Steht hier nicht. Also die gibt's in Ägypten. Ja. In verschiedenen Dings halt. Und Alter, gibt, what the fuck? Und es gibt's hier im Tempel von Marduk oder so. Zombie-Invasion. Läuft bei dir. DayZ, Alter. Soll ich dir das Dings kaufen, das Dentalone? Einfach so jetzt? Ja, bitte. Hab ich schon. Nice, danke. Alter, Hauptsache hier kommen erstmal 20 Zombies an oder so. Zwei Hunde machen übrigens derbsten Schaden, wenn sie zerfleischen haben. Hier liegt ein Massengrab an Zombies. Gut. Ich glaube, ich spiele im Singleplayer auch noch, weil ich Todesbock gerade habe. Im Singleplayer macht es echt nicht mehr so viel Spaß, ey. Ich hätte gerade mehr Lust auf einen Multiplayer. Ja, dann machen wir gleich noch einen Part oder alle. Ja, wir können leider nur noch einen Part machen, weil wir sonst halt echt zu viel Zeit dazwischen vergehen lassen. Ja, wir haben zwei, wir können doch dann immer weiter aufnehmen. Willst du jetzt die nächsten zwei Wochen gar nicht mehr zocken dann? Doch klar, ich wollte dann nächste Woche wieder zwei Parts aufnehmen und übernächste Woche auch wieder zwei Parts. Dass wir jede Woche zwei Parts aufnehmen, so gesehen. Oder wir nehmen das Projekt einfach schon komplett jetzt auf. Jetzt. Ja genau, jetzt, weil ich auch so viel Speicher noch habe. So, ich habe wahrscheinlich nicht mehr Speicher für über einen Part. Ach ja. Na, ich muss ehrlich sagen, momentan macht mir Titan Quest mehr Spaß als Sacred. Mir auch, aber nur weil Sacred irgendwann so ein bisschen... Wir kannten's halt schon komplett. Trotzdem mega geil, das jetzt Play und Sacred hab ich aber auch nie durchgespielt. Doch, haben wir. Nein. Du hast es durchgespielt, ich nicht. Klar, du doch auch. Wir haben Nein. zusammen den Endgegner fertig gemacht. Ja, das war aber mit deinem Speicherstand, du hast das allein gezockt. Irgendwann dann haben wir den im Multiplayer benutzt, den Spielstand irgendwie. Und dann bin ich einfach eingestiegen.
Als, ich hab grad eine Wassernymphe, warte mal kurz. Was ist das? Die ist geil. Sterblicher, ich bin eine Najade, der Geist dieser Quelle. Pegea werde ich genannt. Mein Wasser wurde verseucht und ich bin krank. Wilde Spinnen sind gekommen, um in meiner Höhle bei der Quelle zu wohnen. Sie sind der Grund für das Gift. Das ist Pegea, die ist ziemlich sexy. Also sie ist blau. Ha. sie ist eine Frau, so eine Nymphe. Kennst du Nymphen? Diese Nymphomanen, die ganz viel Sex wollen? Ja, das könnte auch sein. Jedenfalls sieht sie halt aus, als ob sie nichts anhält. Aus Avatar. Ja, genau, so ungefähr sieht sie aus. Hast du sie gerade aufgerufen? Nee, aber Google einfach mal Ich kenn die noch. Titan Quest Pegea. Ich kenn die. Google es trotzdem mal bitte. Ach komm. Willst du wissen, ob es davon Porno gibt? Ja. Wenn es existiert, gibt es davon Porno. Regel Nummer 1 im Internet. Na, ich weiß nicht, welche Regel aus dem Internet ist, aber... Müsste Regel Nummer 1 sein eigentlich. Wenn es existiert, gibt es ein Porno davon. Nein, wenn es existiert, kann Google es finden. Ich habe die ganzen Internetregeln. Okay. Also sie laden noch. Also ernsthaft, ich hätte gerne feste 100.000er Leitungen und würden sie jeden Tag einfach uploaden. Hätte ich so einen Bock drauf. Ich würde dann einfach. Wir würden das Spiel einfach dauerhaft livestreamen. Ja. Ach ja, zum Glück fängt das nicht mit 1 an. Sondern? Also, es fängt mit Backslash D Backslash ein an, dann kommt Q, dann kommt ein Haken, dann kommt ein Hochdreieck oder sowas, dann kommen ganz viele komische Zeichen. Was? So, und da so nach 20 Regeln kommt dann Regel 1. Die ist hier. Minus 0, positive numbers are a lie, no exceptions. 0, negative numbers are a lie, no exceptions. 0 Punkt, ganz viel 0 und 1. Nipples are always Sweden. Was sind das für komische Internetregeln, Alter? Regel Nummer 1, do not talk about B. Das sind echt komische Internetregeln. Gut, wie lange haben wir noch? Ja, keine Ahnung, 4 Minuten oder so. Dann geh ich jetzt noch mal kurz in die Höhle. Die Arachnoamen... 2 Minuten. Okay, dann schaffe ich das vielleicht nicht mehr. Fettit-Höhle. Jetzt gibt's hier erstmal aufs Maul. So, zack. Regel Nummer 66. The Cake ist halt Nummer 66. 2. The Lie is the Cake. Oh mein Gott, ich hasse das Internet. Ich hasse es einfach. Noch mehr kannst du nicht tragen. Okay, mein Gepäck ist voll. Das heißt, ich gehe jetzt nach Sparta. Und dann muss ich nächstes Mal dran denken, dass ich in der Höhle war. Weil das Spiel speichert ja nicht in der Höhle. Nicht? Dankeschön. Nein, es speichert nicht in der Höhle, es speichert immer am Brunnen. Oh. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, deshalb geht das Speichern auch so schnell. Was? Weiß nicht. Ich hab doch noch voll viel Platz, du Assi. Hä? Also, ich hab noch mega viel Platz eigentlich. Regel 69.1. And on the 96th day, God said, let there be porn. And it was good. Ich hasse das Internet. Wieso? Weil es das Internet ist. Weil es im Internet vor allem einen Porno gibt? Tegea gehört übrigens nochmal zu Sparta. Achso, so hübsch. Wunderhübsch. Erinnere mich mal nächstes Mal dran, dass ich mir das Video angucke, bevor wir aufnehmen. Am Arsch. Und sonst habe ich ein kleines Problem. Das hab ich dir schon wieder vergessen. Scheiße. Weil sonst habe ich echt ein kleines Problem. Jetzt noch mal kurz aufs Maul.
ich habe doch eben erzählt, dass der Arachno-Klamotten voll gut sind, ne? Mhm. Ich warte hier auch gerade nur darauf, dass ich golden. Ja, ich hör's. Okay, dann mache ich hier nochmal eben die Gegner in der Höhle fertig. Dann überziehe ich halt kurz drauf geschissen. Die Parts sind ja auch nicht jetzt schon viel zu lang oder so. Wie zu lang? Ja, viel zu lang und so. 20 Sekunden? Ja, genau. Oh, fuck, man. 20 Minuten oder so ist ja auch nicht viel. Ja, ich finde 20 Minuten hier ist so die perfekte Partlänge. Finde ich eigentlich auch. Ich kotze mich immer an, wenn Leute 15 Minuten Parts oder 10 Minuten Parts nur machen. 10 Minuten Parts sind sowieso ein Grund für eine Exekution. Und 15 Minuten Parts sind halt so... der damalige Standard gewesen. Ja, genau, weil man ja nicht mehr uploaden durfte. Aber 20 Minuten finde ich eigentlich auch perfekt. Von der Zeit her, das ist nicht zu kurz, das kann man sich mal eben reinziehen. Und das ist auch nicht zu lang, dass es dann irgendwie enervierend wird. So, boah, wird langsam anstrengend, so wie bei Starbound 40 Minuten Parts. Ich meine, sie sind meistens lustig, aber ernsthaft, mal 40 Minuten zu gucken, hat meistens keiner Lust drauf. Oder eine ganze Stunde. Naja, eine ganze Stunde ist dann auch schon wieder so, er baut die ganze Stunde nur ab. Das heißt, du kannst im Video vor- und zurückscrollen und lässt es einfach nebenbei laufen und lässt die Stimme auf dich einrieseln. Was man eigentlich hauptsächlich macht. Falls ihr keine Ahnung habt, wovon wir reden, braucht ihr auch nicht. Von Content hier. Ich bin tot. Gut, das war dann das Ende dieses Parts. Ciao. Haut da rein, Leute. Alter, wie oft ich sterbe einfach mal. Drittes Mal schon. Also wenigstens drittes Mal. Hat sich aufgehangen, dann würde ich mich ärgern. Nein, das hat sich nicht aufgehangen. Okay, ich bin's, Digga. Haut da rein, Leute. Tschüss. Ciao.